soll ich denn hin? Scheiße. Der läuft jetzt hier Patrouille, oder was? Oh, jetzt kommt er zurück. Hat er jetzt das Licht gesehen, oder was? Sieht tatsächlich so aus. Ich späh mal so um die Ecke. Ja, okay. Wir gehen mal unserer Wege. Im Moment seht ihr wahrscheinlich ja gar nichts. Ich weiß halt leider nicht, wo wir hin müssen. Ah, da geht's runter. Sehr schön. Gut, das scheinen wir gebannt zu haben. Der Abstieg geht weiter. Was hat mir dieses finstere Stimme, was hat mir diese finstere Stimme aufgetragen? Unter die Kolben in die Tunnel zu den Bilgepumpen. Bilge? Bilgepumpen? Und sollten die Türen verschlossen sein, muss ich für meinen Abstieg einen anderen Weg finden. Ich kann ihm nicht trauen, aber mein Weg ist mir vorgegeben. Dieser Geräusche werde ich ignorieren, das Schnüffeln, diese schlürfenden Schritte hinter mir oder unter mir. Ich werde dem standhalten, was auch immer dort unten lauern mag. Ich werde sie retten. Das ist eine sehr optimistische Einstellung. Finde ich gut. Puh, das war gerade, das war jetzt wirklich das erste Mal, dass das Vieh uns wirklich auf die Pelle gerückt ist. Und er ist auch aufgestanden und hat geschnuffelt und gegrunzt. Ich glaube, der hat uns also wirklich gesehen. Compound X Storage. Danger, no naked flames. Oder unten drunter auf Deutsch. eine neue Tür. Und, ah ne, wir sind immer noch in diesem Gebäude. Wir sind noch nicht weiter gerutscht in diese Röhre hier. Sieht auch sehr sympathisch aus. Das ist wohl der Hauptschlachtbetrieb gewesen. Eine Notiz. 30. April 1899. Die Kiste traf heute Morgen ein und ich ließ sie direkt in die Werkstatt bringen. Der Körper ist bemerkenswert gut erhalten, obwohl er einen leichten, aber dennoch ekelerregenden Geruch von Feuchtigkeit und Verwesung verströmt. Er ist an sich humanoid, hat aber schwere Skelettverformungen erlitten. Der deformierte Oberkörper, der Rückschlüsse auf erhebliche Muskelmasse und Deplatzierungen zulässt, wird von Lederbandresten umgeben. Es ist schwierig festzustellen, ob dieser unglückliche barbarische Operationen ausgesetzt oder deformiert geboren wurde und man versuche anstellte, seinen krummen Körper etwas mehr Menschlichkeit zu verleihen. Was genau er ist, kann ich nicht sagen, aber ich rieche an ihm die Kugel der Macht. Aha, aha. Und ich vermute, dass mein Großonkel Schuld an seinem seltsamen Zustand trägt. Es ist also möglich, wir können den Körper zu einem Werkzeug umformen und den Fortschritt von Herrn Darwins Evolution beschleunigen. Hier aber trennen sich unsere Wege. Mein Großonkel experimentierte an Menschen, die aber schwierig zu kontrollieren und von Sentimentalität verdorben sind. Nein, wir benötigen für unsere Güter eine neue Kreatur, die loyal, schlau, stark und schnell satt wird. Aha, Kugel der Macht. Kennen wir noch? Und das erklärt auch das Gespräch von den Kindern mit ihrem komischen Ei, das sie gefunden haben. Kann ich mir mal so vorstellen. Und? Irgendwas war mir noch aufgefallen? Na, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Die ist auch zu. Ja, aber wo sollen wir denn dann hin, wenn da alle Türen zu sind? No naked flames. Nee. Wir gehen mal hier entlang. Gleich fängt das Licht an zu flackern, ich weiß es ja genau. Ich hätte jetzt erwartet, dass irgendwas auf uns runterfällt oder so. Nein? Hey, da waren unsere Kinder oder zumindest eine Halluzination. Hat er jetzt einfach so geflackert oder? Ah ja, genau, was mir noch eingefallen ist, der Großonkel oder was das eben war, oder der Großvater, das wird dann wohl der Baron gewesen sein, wenn er an Kreaturen rumexperimentiert hat oder zumindest Kreaturen erschaffen hat. Chemikalientransport, Gefahr, höchst ätzend, höchst entzündlich. Dann wird er das wohl gewesen sein und wir sind sein Nachfahre und wollen eine schlauere, eine bessere Kreatur erschaffen. Und haben uns dafür irgendwelche Körper kommen lassen, an denen wir rumgebastelt haben.
Wo soll es denn hier lang gehen? Sollen wir hier in den Aufzug klettern oder was? Der lässt sich aber nicht aktiv. Ah, doch. Ach ja, komm. Ja. Oh. Im Nest der Eier. 3 Penny, 6 Pence, Spatzen und Tauben. Schau all die klagenden Engel oben, dann wirst du's mir glauben. Kein Vergeben mehr, niemand zu retten, wenn ich's dir sag. Denn heute liegt Lilly sich rein in ihr Grab. Was? Es ist unfassbar, diese Texte. Die sind so nichtssagend. Aber vielleicht werden sie am Schluss ja zu einem großen Ganz. Okay. Sabotage. Lediert und böse zugerichtet, aber am Leben. Ich habe die größten Anstrengungen des Saboteurs überlebt. Er und ich sind nun in einem epischen Zweikampf verstrickt, aber ich werde davon getrieben, meine Familie zu finden und ich werde mich da durchsetzen. Ignoriere den Wahnsinn um mich herum. Denke nicht über die grausamen und unaussprechlichen Taten nach, die hier begangen wurden. Finde den Weg zur Bilge. Beseitige die Überschwemmung. Befreie deine Kinder? Das müsste meine Kinder heißen, oder? Jetzt ist es wieder so hell. Das ist, naja, okay. Quickly, Mantis, find the entrance nearby. The children weep in the darkness and the floodwaters continue to rise. Aha, aha. Oh, was haben wir denn hier? Zahnarztstuhl? Zerteilte Frösche? Hier wurde also rumexperimentiert. Mit gewissen Dingen. Auch wieder mit den Zähnen hier. 15. Juli. Och, ist ziemlich viel vorlesen im Moment. 15. Juli 1899. Zur Erleichterung der Assimilierung von Gewebegruppen wird eine Verbindung benötigt, da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Subjekte muss augenblicklich und mittels Einäscherung geschehen, da wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Das wäre unerfreulich. Eine simple Verbindung aus einem Teil Brennenburg Vitae Infusion und einem Teil Orgon Monaden Dispersa Flüssigkeit ist ausreichend. Sie kann den Subjekten dann nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden, um die Zellmischung beizubehalten. Die Verbindung ist instabil und höchst lichtempfindlich. Nachdem sie injiziert wurde, kann sie mit der Schumann-Lampe aktiviert werden. Außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend und zerstört sogar kleine Mengen Metall. Okay, also es wurde hier irgendwas zusammengebastelt und ich kann mir schon denken, was das war. Und ich schaue gerade hier auf den Timer. Und ich würde sagen, wir gucken uns gerade noch hier den Raum schnell an. Den Schreibtisch schnell an. Wenn da jetzt wieder eine Notiz drin ist, dann weine ich aber. Nein, nur eine Brille. Überall dieselbe Brille. Die war wohl Mode damals. Die Zentrifuge. Dies scheint eine Art bizarres Mischgerät für chemische Verbindungen zu sein und es stinkt definitiv nach den ekelhaften Flüssigkeiten, die ich schon oft gesehen habe. Es handelt sich eindeutig um eine Verbindung, einen flüchtigen Bastard zweier Inhaltsstoffe. Ich würde darauf wetten, dass sie ihn irgendwo in der Nähe finden kann. Gut, die Zentrifuge und 2 Anschlüsse, wo wir irgendwas finden müssen, das kennen wir ja schon. Aber ich würde sagen, das ziehen wir uns in den nächsten beiden oder 3 Parts dann rein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wieder dabei zu sein beim Fred und den Fred auch zu sehen, wie er ein bisschen leidet. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.